Die Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga 2015-16 ist beendet. Die Berlin Recycling Volleys gehen als Spitzenreiter in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft und sichern sich damit nicht nur den Vorteil des Heimrechts, sondern gehen auch bis zum Finale den beiden ärgsten Verfolgern aus Friedrichshafen und Frankfurt aus dem Weg. Also es sind zwei sehr starke Mannschaften, sehr unangenehme Mannschaften. Wo wir gegen Frankfurt hatten wir im Pokalspiel Probleme, gegen Friedrichshafen haben wir zu Hause verloren. Es ist gut, dass wir den aus dem Weg gehen können und das im Finale auf den wir treffen können. Tabellenplatz 1 stand für den Pokalsieger sogar schon vor der abschließenden Partie fest. Zu Gast war die VSG Coburg Grupp, ihrerseits als Schlusslicht bereits sicher abgestiegen. Das Spiel also nicht mehr von entscheidender Bedeutung, doch die Berliner ließen sich das nicht anmerken, sondern gingen von Beginn an konzentriert und diszipliniert zu Werke. Kapitän Robert Kromm mit der 10:7 Führung. Direkt im Anschluss konnte sich der haushohe Favorit auf dem Weg Richtung Satzgewinn dann auch schon vorentscheidend absetzen. Und einer hatte richtig Spaß. Nikola Legoff mit einigen guten Aktionen, der Mittelblocker hier sogar per Hinterfeldangriff erfolgreich, das 16:9. Der Tabellenletzte wurde vom Zagnotti-Team quasi erwartungsgemäß überrollt. Nach gut 20 Minuten sorgte der Angriff ins Aus von Richard Mauler für das 1:0 in den Sätzen. Auch der weiterhin am Ellenbogen verletzte Tomasz Kmet konnte bei seiner Rückkehr in den Volleyballtempel zufrieden sein. In Durchgang 2 konnte dann Ruben Schott ab dem 7:6 mit einigen starken Aufschlägen für die erste Lücke sorgen. Schott durfte erneut durchspielen, Trainer Zagnotti gab Stammaußenangreifer Paul Lottmann eine Pause. Dessen Teamkollegen in der Folge nicht mehr ganz mit der Kompromisslosigkeit aus dem ersten Satz. Coburg konnte sich erstmals ins Spiel kämpfen. Doch die Hauptstädter behielten insgesamt klar die Oberhand. Im zweiten Anlauf wieder Schott, knappe Führung 15:13. Rechtzeitig zur Schlussphase zogen die Berliner dann wieder auf und davon und ließen auch gegen die nun besser geordnete Abwehr der Gäste keine Zweifel am zweiten Satzgewinn aufkommen. Paul Carroll zum 19:15. Anschließend durfte auch der Australier auf der Bank Platz nehmen. Zagnotti wechselte durch und seine Mannschaft sicherte sich durch einen Aufschlagfehler Coburgs zum 25:17 die 2:0 Satzführung. Die Berliner trotz der Bedeutungslosigkeit der Partie voll bei der Sache. Und wir spielen in Berlin. Der Zuschauer und der Tribüne ist immer heiß für uns. So, es ist die Energie im Feld und in der ganzen Arena ist ganz gut. So, es ist nicht so schwer, auf diesem Niveau zu spielen. Wenn man auf dem Feld steht, will man auch gut spielen. Also da ist jetzt keiner, dass er sagt, oh, jetzt mache ich mal die Beine hoch oder so. Wir haben schon alles probiert, alles gegeben, vielleicht auch ein paar Sachen ausprobiert, die wir sonst nicht so spielen. Aber prinzipiell waren wir schon motiviert und wollten das Ding ganz schnell nach Hause holen. Auch in Durchgang 3 hieß es also nicht nachlässig zu werden und die Berliner lösten diese Aufgabenstellung hoch souverän. Der für Carroll eingewechselte Arpad Barotti brachte die Hausherren direkt wieder mit 2 Punkten in Führung. Zur Satzmitte dann schon die endgültige Entscheidung, für die Robert Kromm mit einer knallharten Aufschlagserie sorgte. Coburg musste erneut abreißen lassen, der letztjährige Vizemeister vor über 3700 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle nun schon mit 7 Zählern in Front. Erneut Barotti, der zuverlässig und teils spektakulär punktete, zum 19:12. Der letzte Berliner Punkt in der Bundesliga-Hauptrunde war dann dem Kapitän vorbehalten. Robert Kromm mit dem 25:20, ein deutlicher 3:0 Heimsieg in nur 71 Minuten Spielzeit. Die Pflicht war mit Bravour erfüllt, die BR Volleys waren von der mangelnden Gegenwehr der Gäste sogar ein wenig enttäuscht. Sie haben nicht so gut gespielt heute. Ich bin ein bisschen unzufrieden, dass sie haben nicht so gut gekämpft gegen uns. Aber jetzt, ich denke, dass wir sind gut vorbereitet für Dienstag gegen Russala. Und das ist unser Ziel jetzt, die CEV-Finale zu erreichen. In nur 4 Tagen geht es für die BR Volleys also international weiter. Im Halbfinale des CEV-Cups muss man zum belgischen Topclub nach Roeselare. Für Paul Carroll auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, seinem Landsmann Paul Sanderson. Für das gesamte Team von Trainer Roberto Zagnotti aber vor allem eine echte Herausforderung. Da gibt es einen Spieler aus Australien, er spielt außen, wir sind gute Freunde, wir haben gegen einen anderen für die letzten 15 Jahre gespielt in Australien. So, ich bin zufrieden, dass ich kann gegen ihn blocken und spielen und es wird Spaß sein. Der belgische Volleyball ist schon immer bekannt dafür, sehr abwehrstark, sehr spielstark und sehr sicher. Wird, denke ich, so wie ich es einschätze, so ein bisschen wie die finnische Mannschaft. Sehr, sehr unangenehm zu spielen, da muss man viel Geduld haben, viel Druck machen die ganze Zeit und auch im Kopf wach bleiben. Wiederum 4 Tage nach dem Gastspiel in Belgien kommt es dann zum Halbfinal-Rückspiel. Am Samstag, den 19. März um 18:30 Uhr.
Die Berlin Recycling Volleys gegen den ebenfalls frisch gebackenen Pokalsieger aus dem Nachbarland. Es geht um den Einzug ins Endspiel des CEV Cups, den die Hausherren in der Max-Schmeling-Halle dann perfekt machen wollen. Tickets und alle weiteren Informationen auf br-volleys.de.